Du erinnerst dich vielleicht an meine große Büroaufräumaktion und ich habe gestern, als ich hier wieder ein bisschen rumgewühlt habe, ich sortiere ja immer weiter aus, saß ich hier an dieser Schublade und dachte mir, boah, es wäre total schön, dafür eine Box zu haben, also für die Sachen, die hier drin sind, damit ich die besser organisieren kann. Und daraufhin fiel mir ein, oh, ich wollte mit Jelena zusammen doch mal erzählen, was wir schon für Fehler gemacht haben, um ja, wenn wir unseren Haushalt organisieren, wenn wir Ordnung schaffen, wenn wir irgendwie putzen oder was auch immer. Wir haben uns vorgenommen, jeder macht 5 Punkte, filmt die und erzählt, in welche Fallen er schon getappt ist. Und ja, ihr werdet es gleich hören von mir. Ich bin da auch als Ordnungsexpertin nicht davor gefeit, Fehler zu machen. Dieser Film gehört zu einem Doppel. Und zwar, Jelena dreht den Film zu dem Thema, ich drehe einen Film zu dem Thema. Zusammen haben wir dann 10 Punkte für euch zusammengesammelt, wo ihr euch vielleicht wiederfindet an der einen oder anderen Stelle. Und das Tolle ist, dass Jelena natürlich 5 Punkte aus ihrer Sicht hat, aus ihrem Lebensumfeld, mit einer Familie mit kleinen Kindern und ich 5 Punkte mit einbringe, die ich wiederum ganz anders mittlerweile lebe, mit einer Tochter, die schon erwachsen ist und mit einem Hund. Und das zusammen gibt so ein ganz tolles. Ja, so eine ganz tolle Möglichkeit, mal zu gucken, was passt bei mir, welche Fehler habe ich schon gemacht und wo passe ich in Zukunft auf, dass mir das nicht auch passiert. Ich bin Sabine von Ordnungsliebe, ich bin Ordnungsexpertin und bei mir dreht es sich, wie der Name schon sagt, um Ordnung, Aufräumen, Haushalt und um das Leben leichter zu machen. Und heute ist an meiner Seite auf ihrem Kanal Jelena. Und ihr solltet sie unbedingt abonnieren, denn sie macht wunderschöne Filme. Auch gerade sonntags einmal in der Woche ihren Vlog ist richtig schön anzusehen. Also sie lebt in Südfrankreich und hat natürlich dadurch wunderschöne Bilder. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zusammen diese Serie machen, weil das ist geballte Kompetenz, die ihr da von uns bekommt. Also schaut unbedingt auf ihrem Kanal vorbei. Ich verlinke ihn euch auch nochmal. Und ja, lasst euch von uns inspirieren. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Welche Fehler habe ich denn schon gemacht? Und vielleicht kannst du dich da auch erkennen. Ich fange mal bei dem einen Fehler an, der mir heute Morgen als erstes irgendwie entgegensprang, als ich die Schere aus der Schublade holte. Und zwar ist es dieses Ding. Das ist, ja, vielleicht kann es jemand erkennen, was das wohl sein soll. Es ist ein Haushaltsgadget. Und darum geht es in dem ersten Punkt, bei dem ersten Fehler, den ich gemacht habe, dieses Gefühl, dieses Produkt wird mir jetzt das Leben im Haushalt unglaublich erleichtern. Das kann die Zitruspresse sein, die unglaublich schwer zu reinigen ist. Da kenne ich ein paar Kandidaten. Es kann irgendwie der Putzlappen sein, der angeblich super toll sauber macht und im Endeffekt ein Mikrofasertuch ist wie jedes andere und damit auch noch dann Mikroplastik beim Waschen abgibt. Solche Sachen meine ich. Und das hier, das ist der größte Fail ever. Naja, also nicht ever, da gibt es schon noch ein paar andere, die ich gemacht habe, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Das war also das Erste, wie gesagt, was mir heute Morgen zu diesem Thema eingefallen ist. Das ist ein Mini-Schweißgerät. Da kann man Folien, also wenn du jetzt ein Tütchen hast und da irgendwie dein Pausenbrot reingepackt hast und wenn der aufgeladen ist, dann drückst du hier drauf, führst es so an der Tüte entlang und dann wird sie angeblich zugeschweißt. Und während sie vorne schweißt, schneidet sie hinten auch noch einen geraden Rand. Theoretisch. Dieses Teil produziert verschmolzenes Plastik an Lebensmitteln, schneidet willkürlich irgendwelche Bogen dabei, es stinkt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich dachte mir so, hey, klasse, macht alles total dicht, keine Motten können mehr ran. Kauft sowas nicht. Und er liegt nicht diesen, ja, Gefühl mit diesem Gegenstand, mit diesem Putzlappen, Eimer oder Küchengerät wird mein Leben super duper
einfach. Also da in diese Falle tritt man ganz, ganz schnell hinein. Überleg dir gut, was möchtest du in deinem Haushalt haben? Macht das wirklich Sinn? Und ich kann dir sagen, 80% der Dinge, die uns als sehr praktisch empfohlen werden, sind einfach sinnlos und machen unsere Schränke voll. Und ich bin die Erste immer, die bei sowas, oh ja, das probiere ich, ausruft. Macht diesen Fehler nicht. Punkt Nummer 2, zu viele Putzmittel. Ich komme aus der Generation, wo der Putzschrank meiner Mutter immer voll war mit jede Menge Putzzeug für alle möglichen Probleme. Natürlich, klar, Fenster putzen, Glasreiniger, Möbelpolitur für helle Möbel, Möbelpolitur für dunkle Möbel, Boden wischen für Parkett, für Laminat, für ich weiß es nicht. Unser Putzschrank, das war ein Chemielabor. Ich glaube, wenn man die Sachen zusammengeschüttet hätte, dann wäre es auch explodiert. Und damit bin ich groß geworden und das habe ich auch übernommen. Ich hatte für jede Sache ein Putzmittel. Ich habe auch noch ein paar von diesen Dingen, weil ich immer denke, ach Gott, vielleicht brauche ich es doch noch mal. Silberputzmittel, kennt diese kleinen Fläschchen, ne? Also für alles gibt es irgendwas. Und davon bin ich mittlerweile komplett weg. Bei mir gibt es nur noch die ganz minimalistische Auswahl an Putzmitteln. Ein Allzweckreiniger, ein Holzbodenreiniger, es gibt was gegen Kalk und eine Möbelpolitur, die habe ich sogar selber gemacht. Also nicht in dieses Thema, in diese Falle reintreten. Du brauchst nur ganz wenig Putzmittel. Die meisten Sachen können das super gut alles abdecken. Und wenn dich das interessiert, ich habe ein Buch geschrieben zu dem Thema Putzmittel selber machen und da wirst du ganz erstaunt sein, wie wenig Komponenten man tatsächlich braucht, um seinen gesamten Haushalt inklusive krankem Kind, wo mal desinfiziert werden muss, sauber zu halten ist. Also insofern, lass es sein, kauf nicht so viele Putzmittel, so wie ich das mal gemacht habe, sondern beschränke dich auf das Wesentliche. Punkt Nummer 3, und ich weiß, das könnt ihr auch alle ganz gut und besonders Menschen, die gerne aufräumen, machen das echt oft und gerne. Ich nenne es den Sirenenruf der Boxen. Ich meine, ich wohne hier am Rhein, die Lorelei ist nicht weit und sie ruft und singt, Sabine, diese weiße Box mit Leinenstruktur, sie wäre so schön in deinem Schlafzimmerschrank und dieses durchsichtige Schublädchen, wäre es nicht wunderschön, dort deine Kerzen farblich sortiert reinzupacken. Ja, ich kaufe gerne Aufbewahrungsboxen. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile auch eine Selbsthilfegruppe für gibt. Hallo, ich bin Sabine und kaufe gerne Aufräumboxen. Das ist ein ganz großer Fehler, den viele machen. Zuerst die Boxen kaufen und denken, damit werde ich jetzt ordentlich. Damit wird alles total toll. Und danach erst feststellen, nee, passt bei mir gar nicht im Schrank. Da gibt es ganz toll ein Unternehmen übrigens. Wenn du weißt, ich habe hier einen Schrankplatz und da möchte ich meine Boxen rein und die sollen passgenau reinpassen. Das wird dir ausgerechnet, welche Boxen auf dem Markt für dich perfekt sind. Ich verlinke dir das mal unten. Fantastisch. Ich liebe das sehr. Diesen Fehler machen ganz, ganz viele. Bevor du anfängst, irgendwelche Boxen zu bestellen, irgendwelche Sachen zu kaufen, sortiere erstmal aus. Gucke, was hast du noch? Was muss untergebracht werden? Welchen Platz habe ich? Und dann darfst du losgehen und das Perfekte für dich kaufen. Aber ich würde davor erstmal gucken, was habe ich da, bevor ich jetzt irgendwie was Neues kaufe. Wir können ja auch Dinge einfach mal recyceln, upcyceln, schöne Schuhkartons nehmen. Also ich nenne das immer Shopping im Haushalt. Einfach mal gucken, was da ist. Und wenn du merkst, okay, da fehlt mir jetzt noch was, dann kannst du losgehen und dir die perfekte Box noch dazu kaufen. Aber das kommt ganz zum Schluss. So, Punkt Nummer 4. Den Fehler habe ich als Ordnungsexpertin am Anfang ganz oft gemacht. Als ich noch für andere aufgeräumt habe, da habe ich den Platz, den ich hatte, aufgeräumt. Und wenn dann irgendwie in dem Schrank noch Platz war, habe ich dann noch irgendwie eine Box dazugestellt und die Socken waren dann auch noch auf diesem Regal. Oder ich habe in der Küche irgendwelche Schubladen optimiert und alles reingepackt. Und wenn man drauf geguckt hat, war alles perfekt in Reih und Glied und jeder Zentimeter war ausgenutzt.
Und das ist der Punkt. Jeder Zentimeter war ausgenutzt. Lasse Platz. Wenn du einen Bereich organisierst, solltest du immer ein Viertel, wenn nicht sogar ein Drittel, Platz lassen, damit noch Dinge reinpassen, wenn du dir doch noch ein T-Shirt anschaffst oder irgendwas dazu kommt. Dieses den vorhandenen Platz komplett ausnutzen, das ist ein ganz großer Fehler, den ich am Anfang immer gemacht habe. Das sah in dem Moment toll aus, es war für diesen Moment optimal, aber im täglichen Handling ist es einfach nicht optimal. Lass also immer Luft, damit du Dinge bewegen kannst und Dinge auch noch dazukommen können. Bevor ich jetzt zum fünften Punkt komme, es gibt zwei Minimalismus-Filme von mir. Ich möchte ja in meinem Haushalt minimalistischer werden, also ich möchte jetzt kein kompletter Minimalist werden, aber ich möchte meine Dinge reduzieren. Und dafür gibt es zwei Videos, da ist zum Beispiel dabei, was dich jetzt gleich beim Punkt Nummer 5 vielleicht interessieren könnte, wie kaufe ich ein, wenn ich minimalistischer werden möchte, welche Gedanken mache ich mir dazu? Und da ist auch folgender Punkt dabei, der Nummer 5 bei mir ist Deko. Deko-Zeug. Es ist immer schön, wenn du aufgeräumt hast und denkst, boah, jetzt ist es hier richtig schön hell und sauber. Ich habe alles geputzt, alles durchgewischt. Jetzt stelle ich hier das Blümchen und das Wäschen und das Figürchen und ja, alles wieder hin und hast dann wieder einen vollgestellten Raum oder ein vollgestelltes Tischchen oder vollgestellte Oberfläche. Deko ist eine ganz große Falle, in die ich auch früher gerne reingetappt bin. Das ist was natürlich nicht ganzjährig oft steht. Das ist natürlich ganz oft für Ostern, für Weihnachten, für Fastnacht, für irgendwelche anderen jahreszeitlichen Events, Halloween, kaufst du immer wieder irgendwelche Sachen, wo du denkst, oh krass, jetzt ein Totenkopfkranz für die Tür. Wie schön wäre das denn? Und du musst es nachher verstauen, räumst es hin und her, es nimmt dir wieder Platz weg. Und dieses Dekokram kaufen, das mache ich nicht mehr. Also wir haben unsere Weihnachtssachen, wir haben ganz wenig Osterdeko, das ist noch so gebasteltes vom Kind. Und das war's. Und darüber hinaus werde ich hoffentlich nie wieder Dekokram kaufen, der irgendwie sinnlos nur alles hier vollstopft, abgestaubt werden muss, vergessen wird. Ganz, ganz oft. Also ich kenne sehr viele Haushalte, wo ich im Januar vorbeikomme und die Halloween-Deko noch hängt. Oder vor kurzem war ich im Sommer, da war ich irgendwo und hatte, da hingen noch die Ostereier in den Büschen. Und das sind so Sachen. Ja, das musst du aufhängen, das musst du wieder abhängen, das musst du mal abwischen, wenn es vielleicht sogar im Garten gehangen hat oder bei dir in der Wohnung eingestaubt wird. Es sind Dinge, die gepflegt werden müssen, die du immer wieder in die Hand nehmen musst und die dir einfach Lebenszeit rauben. Rauben dir Platz und kostbare Lebenszeit und Luft. Und in diese Falle bin ich früher selber, wie gesagt, sehr gerne reingetappt. Ich dachte mir, ach Gott, ist schön jetzt ordentlich, jetzt könnten wir mal noch ein bisschen dekorieren. Noch ein Kränzchen hier oder eine Weihnachtsgirlande da. Gibt es bei mir nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Und es ist so viel angenehmer und so viel leichter jetzt, diese Dinge nicht permanent irgendwie bearbeiten zu müssen. Das waren meine 5 Punkte, die ich schon falsch gemacht habe. Ich habe schon viele, 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 viele Fehler gemacht beim Thema Ordnung. Aber das sind so ein paar, die mir spontan eingefallen sind und wo ich weiß, dass andere da auch mit strugglen. Und vielleicht ist da ja ein Punkt dabei, der dich auch irgendwie ja, gecatcht hat, wo du denkst, ah ja, sollte ich nicht mehr machen, sollte ich, ja, hat die Sabine recht. Mach dir Gedanken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Überlegen, welche Fehler du schon gemacht hast. Schreibe sie mir sehr gerne in die Kommentare. Abonniere diesen Kanal. Das ist ja quasi, ne, das ist mein Goodie von dir für mich. Wenn du diesen Kanal abonnierst, freue ich mich wirklich sehr. Dann habe ich nicht so das Gefühl, ich arbeite so ins Universum nur rein, sondern für Menschen, die sich das auch angucken. In diesem Sinne, mach keine Fehler heute. Heute mal nicht. Und
machst dir schön ordentlich. Bis dann.